Heuer jährt sich zum 200. Mal der Geburtstag von Jacques Offenbach. Und Prost. Prost, ja. Und eines seiner bekanntesten Werke, Hoffmanns Erzählungen, wird derzeit im Kaiserhof des Stiftes Kloster Neuburg aufgeführt. Und für uns Backstage dabei war Birgit Sarata. Und die hat auch gleich die beiden beliebten Hauptdarsteller getroffen und will geplaudert mit ihnen, nämlich Daniela Falli und Clemens Unterreiner. Das Stiftkloster Neuburg bei Wien. Nur einmal im Jahr wird das Tor zum Kaiserhof für die Öffentlichkeit anlässlich der Opernfestspiele geöffnet. Birgit Sarata ist heute zu Gast. Hoffmanns Erzählungen ist ein Klassiker der Opernwelt. Es geht um den Dichter Hoffmann, der von seiner Muse in die Welt der Fantasie entführt wird. Haben Sie das ein bisschen zeitgenössisch gemacht oder so in Entstehungsjahr 1872, 71, 73, in dieser Zeit oder ein bisschen modernisiert? Tatsächlich, es ist von Offenbach konzipiert genau? Als eine Oper über 73. Die Oper. Ja, genau. Und deswegen haben wir mit Ernst Gutlich als Bühnenbildner und Karin van Erck als Kostümbildnerin, haben wir entschieden, uns eine Reise durch die Oper zu machen. Ah. So, wir fangen in ungefähr heutige Zeit und dann wir reisen in 18. Jahrhundert und dann weiter in 19. Jahrhundert und dann Ende 19. Jahrhundert. Tatsächlich die verschiedene Zeit von Mozart und dann Hoffmann, E.T.A. Hoffmann und dann Offenbach. Vier Rollen, ja. Die vier Bösewächter. Ja. Sag einmal, hat das was auch fürs Leben? Ein paar Sachen, dass natürlich. Du besser wir kennen uns Beruf. Ja, du weißt, ich bin ein lieber Mensch, aber ich kann auch böse auch sein, wenn man mich sein. Reizt. Und du natürlich. Hast Studien betrieben bei Hoffmanns Erzählungen. Selbstverständlich. Ich habe hier viele Jahre Studien betrieben, um böse zu werden. Ja. Aber das ist eine tolle Möglichkeit, alle vier Bösewichter in dieser tollen Oper zu singen. Das ist eine Herausforderung. Und schwer. Schwer, sehr weil es schwer. Ist in jedem Akt, ich habe jedes Mal, jeden Akt ein neues Kostüm, eine neue Maske. Eine große Arie. Große Arien. Und es ist eine tolle Sache, weil ich hier immer Rollendebüts mache in Klosterneuburg. Mhm. Und das ist eben mein fünftes Rollendebüt. Und der Kreis schließt sich, weil ich eben mit Hoffmanns Erzählungen angefangen habe. Jetzt komme ich wieder her. Es wird hoffentlich nicht das nächste Mal sein. Aber eben mit diesen Bösewichtern. Ja. Und hier an diesem heiligen Platz des Stiftes Klosterneuburg den Teufel spielen du zu dürfen. Du hast schon das rote Hemd. Rot natürlich. Das ist was Besonderes. Du bist ja hier schon ein Stammgast. Du bist fünfmal hier engagiert worden. Ja, Herr Gaschal hat einfach immer ein, finde ich, wirklich schönes Händchen für mhm. Gesangstalente. Und er hat mir da eben diese Möglichkeit, diese Chance gegeben, schon 2004, eben ja. ganz jung. Und hat dann immer wieder dazu beigetragen, dass ich sozusagen künstlerisch und auch rollentechnisch wachsen durfte. Und da kam dann eben meine geliebte, heißgeliebte Regimentstochter und danach dann eben die Gilda, dann der Comte Henri, die Comtesse ja. Adèle. Ja, und jetzt eben die da Olympia. War der gleiche Regisseur wie jetzt. Ja, ja beim Contori, ja, 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 François ja, ja, ja. de Compot. Genau. Wichtig ist ja, dass ohne Mikrofon gesungen werden muss. Der Hoffmann ist sowieso eine sehr schwere Partie ohne Mikrofon. Ich würde sagen, das ist ein Segen hier im Stift Klosterneuburg, mhm. dass die Akustik so fantastisch ist, dass wir ohne technische Verstärkung singen können. Und Oper ist ja
ohne Verstärkung geschrieben. Also die Stimme pur kann strömen im Kaiserhof unter freiem Himmel. Und das ist schon jedes Jahr wieder ein fantastisches Erlebnis. Ich frage mich ja,